Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Es ist gerade ein Paket von Junghanswolle angekommen. Ich möchte nämlich anfangen zu knüpfen und habe mir da jetzt mal ein bisschen was bestellt und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich bin gerade erst aufgestanden, deshalb wundert euch nicht, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich ja, bin gerade aus dem Bett gefallen, Paket kam relativ früh an. Und dann würde ich sagen, geht's auch gleich los mit dem Video. Viel Spaß! Und wow. Also, das sieht echt cool aus hier drin. Das ist wahrscheinlich die Rechnung drin. Und ich werde euch jetzt einfach mal so zeigen. Das ist das Paket. Es sind geile Farben drin. Also, ich habe mir zwei Überraschungspakete bestellt von den Knüpffarben her. Ich habe es mir direkt sehr schwer gemacht. Und hier sind Acrylgarn, hier so, steht da eine Farbe drauf. Nein, ich sehe es mal nicht. Vielleicht findet ihr die Farbe. Auf jeden Fall ist es so ein schönes dunkelblau. Davon habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24. 24 Stück von dunkelblau habe ich bekommen. Dann ist hier so ein schönes Türkis. Davon habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Dann habe ich hier so ein Gelb. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Stück. Das sind übrigens immer so kleine Fäden. Zeige ich euch dann gleich, warum. Dann hier so ein dunkelgrün. Ich dachte erst, es wäre schwarz. Leider ist es kein Schwarz. Aber das ist nicht so schlimm. Ich werde schon was aus den Farben kombinieren können. Davon habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Dann habe ich hier so ein etwas helleres Blau. Davon habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Und dann noch hier so ein dunkleres Grün. Ich denke, das kann man damit auch kombinieren. Mit dem hier auch noch. Schaue ich mal. Von dem dunklen Grün habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Stück. Müssten insgesamt 40 Knüpfbacks sein. Ne, 80 sogar. Ich habe ja zweimal 40 bestellt. Dann ist hier der Knüpfhaken, wenn ihr ihn sehen könnt. Ich hole ihn mal raus. Das ist der Knüpfhaken. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Ich habe mir extra direkt den kleinen geholt und das kleine, den kleinen Stoff. Ich hoffe, ich komme damit zurecht. Genau, der Knüpfhaken. Und dann habe ich hier zweimal, ich glaube 90 auf 60 oder ich weiß es nicht mehr genau, wie groß es ist. Auf jeden Fall habe ich zwei Feinsmörner geholt und halt auch dazu passend den Feinsmörnerhaken, habe ich euch ja gezeigt.
Und was ich cool finde, dass der Rand verklebt ist. Das wusste ich gar nicht, dass das so ankommt. Okay, hier nicht, aber da ist es ja auch schon bearbeitet. Genau. Und wenn euch das interessiert, was ich damit vorhabe, dann zeige ich euch das auch noch in einem Video. Auf jeden Fall, wenn ich weiß, was Knüpfen ist. Ihr habt so kleine Fäden. Die sind halt wirklich in Fäden geschnitten schon, in 5,5 cm Länge, soweit ich weiß. Und dann arbeitet ihr mit dieser Nadel, also mit diesem Haken, die Fäden in den Stoff ein, in das Smyrna. Und verknotet es quasi. Also ich denke, jeder hatte mal Knüpfen in der Schule, Armbänderknüpfen oder sowas. Und das halt auf einem großen Stoff. Genau. Das war meine Bestellung. Es hat mich mit Expressversand etwas über 40 € gekostet. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das wird und werde mich da mal reinarbeiten und mal gucken, welche Farben ich kombinieren kann. Gelb wird wohl eher nicht reinpassen. Das Gelb werde ich mir dann hier beiseite legen. Und das Dunkelgrün wahrscheinlich auch, weil das ist mir ein bisschen zu dunkel. Und dann schaue ich mal, was ich damit so Schönes mache. Ich werde mir das vorzeichnen auf ein kariertes Blatt, nehme ich an. Und weil ich möchte nicht auf den Smyrna malen, das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Genau, und dann schaue ich mal, was ich da so Schönes für ein Motiv raushole. Dann würde ich sagen, wenn euch das interessiert, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann werde ich da noch ein Video zu machen. Vielleicht auch sogar von meinen Anfängen. Ich guck mal, weil ich habe ja kein Stativ, wie ich das hinkriege. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! -i.